Hallo und herzlich willkommen zum Dämonenjäger mit der Spezialisierung Rachsucht. Hier behandelt es sich um den Tank-Spec für den Dämonenjäger und der hat ein paar ganz, ganz nette Feature, die ich euch nachfolgend gleich in dem Video gerne zeigen möchte. Wie immer sind die Videos folgendermaßen aufgebaut. Wir schauen zuerst auf die Spielweise, also worauf kommt es an, welche Talente nehmt ihr, danach ein genauer Blick auf die Artefaktwaffe, auf die benötigten Items und welche Buffs und Flasks ihr denn so verwendet. So, und bevor wir jetzt richtig loslegen, noch ganz kurz ein paar absolute Basics. Der Dämonenjäger verfügt hier über Schmerz im Tankspec. Also wir haben hier zwei Ressourcen. Das ist einmal Schmerz und Seelenfragmente. Das möchte ich euch kurz zeigen. Die Seelenfragmente sind diese violetten Kugeln, die einfach rumliegen. Die werden dann von diversen Fähigkeiten wieder eingesaugt und absorbiert. Und damit erhöhen wir eben unsere damage-reduzierenden Fähigkeiten, wie zum Beispiel Dämonenstachel oder Seelenspalter, können wir damit zusätzlich verstärken. Also absolut Basics, wir haben Fähigkeiten, welche Schmerz aufbauen und eben Seelensplitter, Seelenfragmente absplittern lassen, so muss ich sagen. Und dann haben wir natürlich Möglichkeiten, diese Sachen wieder aufzusaugen. Von den Talenten her haben wir deswegen das auch Ganze so gewählt, dass eben genau diese Konstellation verstärkt wird. Deswegen spielen wir auch mit Teufelsklinge, erzeugt Schmerz und so weiter. Und ganz wichtig, die letzten zwei Talente 108 und 110, 108, die Seelenbombe, was uns einfach nochmal die Möglichkeit dazu gibt, uns etwas selbst zu heilen, über Schaden, also mit Hilfe dieses Leeches, sowie eben die Seelenbarriere, was ein ganz, ganz wichtiges Talent ist, da wir uns selbst in eine Art Schutzschild hüllen und mit diesem Schutzschild eingehender Schaden absorbiert wird. Funktioniert ähnlich wie beim Bluttodesritter, also beim Tankspec vom Todesritter, wo ihr euch auch anschließend nach so einem Stoß in so ein Schutzschild, in den Blutschild hüllt. Hier geht es ganz ähnlich, auch mit Hilfe der Anzahl der Seelenfragmente können wir hier das Schild nochmal ein bisschen ausbauen. Und was man noch wissen muss, was hier doch ganz ungewöhnlich ist, vor allem für den Tankspec, wir verfügen hier über unterschiedliche Zeichen, Schrägstrich Siegel, sage ich gerne dazu, welche wir einfach positionieren können, um damit eben die Gegner zu treffen und diverse Fähigkeiten auszulösen. Also wir haben hier Sachen wie zum Beispiel Zeichen der Flamme, was einfach Damage macht, bedeutet also besonders in AOE-Kämpfen, müssen wir nur hinlegen, die Leute laufen rein, kriegen Schaden, kommen dann zu uns und dann gibt es noch diverse Sachen, wo wir die Möglichkeit haben, Bewegungsgeschwindigkeit zu reduzieren oder wo wir alle im Effektbereich zum Schweigen bringen, was natürlich sehr, sehr gut ist, wenn wir jetzt Adds einsammeln, Caster-Adds, wie man so schön sagt, die praktisch aus dem Fernkampf angreifen würde, geben wir ihnen das Siegel und dann kriegen wir sie. Wir haben auch die Möglichkeit, die Gegner kurzzeitig festzuhalten mit eben dem Siegelzeichen der Kette. Also das ist schon etwas, was man für den Einsatz, muss man genau wissen, welches Siegel was macht, beziehungsweise welches Zeichen was macht, muss man sagen. Blizzard hat sich entschieden, das ganze Zeichen zu nennen, also welches Zeichen was macht und dann kann man das Ganze auch gleich hier noch auf Ranged einsetzen. So, und das war mal so die Einführung und die Basics. Jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen, und zwar von der Rotation her. Wie läuft denn das Ganze? Zuerst mal, wir müssen Schmerz und Seelenfragmente aufbauen, und das Ganze machen wir mit Abscheren, Teufelsklinge und Feuerbrand auch. Also wenn wir das aktiv haben, dann haben wir eine gewisse Chance, Seelensplitter zu erzeugen, und wir haben aber auch zusätzlich eben die Möglichkeit, Schmerz gezielt aufzubauen. Den Schmerz und die Seelenfragmente, die können wir jetzt in unsere defensiven Fähigkeiten einsetzen, sprich wir nutzen Seelenspalter oder eben auch Dämonenstacheln, um hier den eingehenden Schaden zu reduzieren. Dämonenstachel ist sowieso eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die solltet ihr einfach so oft wie möglich aktiv zu halten, um eben den eingehenden Schaden weiter zu reduzieren. Bei diesen Seelenfragmenten, das ist ein bisschen tricky, da kommen wir gleich nochmal im Detail darauf ein, denn da müsst ihr euch teilweise entscheiden, ob ihr jetzt zum Beispiel den Seelenspalter nehmt und damit kurz den Damage reduziert oder ob ihr euch lieber auf die Seelenbarriere stürzt und den absorbierten Schaden damit erhöht. Also da muss man ein bisschen testen, auch das gleiche gilt, ihr hättet die Möglichkeit, diese Seelenfragmente in eine Art Heilung umzuwandeln. Da kommt es eben darauf an, was gerade benötigt wird. Also will ich den Schaden observieren, muss ich mich hochheilen oder entscheide ich mich anders. Wir ziehen jetzt mal hier bei so einem simulierten Kampf mal alle Fähigkeiten. Also wir starten mal mit Metamorphose. Genauer gesagt ist Metamorphose ja ein harter Cooldown, den wir dann nehmen, wenn wir sehr viel Schaden erleiden. Aktivieren zusätzlich unser Brandmal und Dunkelheit. Dunkelheit ist einfach, ihr seht, der Schaden wird ein bisschen reduziert und Brandmal ist aber ganz wichtig, denn damit wird der Schaden, den wir machen, das ist der sogenannte Life Leech, damit heilen wir uns auch. Also da, wir haben die Möglichkeit beim Dämonenjäger uns eben mit diesem Brandmal oder der Seelenbombe, das Talent müssen wir natürlich skillen, uns selbst
hochzuheilen, wenn wir zu hohen Schaden erlitten haben und können dementsprechend das Ganze gut variieren. Auch wir machen gerade im Hintergrund, wie ihr seht, wir können einen sehr schnellen Target-Switch machen, indem wir eben einfach unseren Inferno-Schlag nutzen. Das ist praktisch so ein Sprung, wo wir dann beliebig hin und her zwischen den Zielen springen können und somit ist es auch jederzeit möglich, ganz leicht und schnell Ziele zu wechseln oder, wenn neue Ads herbeistürmen, diese einzufangen. So, das waren mal so die sogenannten Basics, also Schmerz und Zehenfragmente aufbauen und je nachdem, was ihr benötigt, diese dann wieder in defensive Fähigkeiten umzusetzen. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal anhand der Tankpuppe anschauen. Die drückt ja schon richtig, richtig harten Schaden rein. Da müssen wir gleich alle Cooldowns anwerfen und wir entscheiden uns hier natürlich für die aufgebauten Schmerz und die Seelenfragmente, diese in die Barriere zu stecken. Also die stecken wir hier alle in die Seelenbarriere, damit wir eben von diesen eingehenden Schaden hier einfach mal ein paar hunderttausend absolvieren. Zusätzlich aktivieren wir natürlich auch Brandmal und alle unsere Fähigkeiten, sowie diese Seelenbombe, Spirit Bomb, die unseren Life Leech und auch unsere Heilung nochmal erheblich erhöhen. Somit haben wir dann die Möglichkeit, auch wirklich eine gewisse Zeit lang ohne Heal auszukommen, indem wir unsere defensiven Fähigkeiten stacken, unsere Barriere anmachen, dann wird der nächste Schaden nämlich absorbiert und währenddessen uns noch mit den eigenen Fähigkeiten hochheilen. Aber irgendwann sind die Fähigkeiten natürlich mal auf Cooldown und dann wird einfach ein Heal benötigt. So, jetzt switchen wir aber mal runter und schauen uns die Artefaktwaffe im Detail an. Wenn wir die zünden, entstehen eben 5 Seelensplitter. Die können wir somit eben gezielt immer herbeirufen. Und jetzt müssen wir uns dann nur noch entscheiden, in welche Fähigkeit wie diese einsetzen. Also ob wir uns jetzt ein Schild geben wollen oder ob wir jetzt den Schaden in eingehen ein bisschen reduzieren wollen oder ob wir uns damit eben heilen möchten. Wenn wir mal weiter auf die Artefaktwaffe schauen, diese besitzt natürlich so einen sogenannten Artefaktwaffenbaum. Also hier ist ja ein kompletter Skilltree. Auch hier gilt wieder die Frage, wie kommen wir am schnellsten zu die 3 golden umrahmten Talente, denn diese bringen uns mal am Anfang am meisten. Ist natürlich noch nicht alles, weil wenn ihr den kompletten Baum geskillt habt, können wir noch weitere Artefakte machen. Da müssen wir aber schon sehr, sehr hoch gehen, wie ihr seht, über 1,6 Millionen. Da können wir weitere Artefakte machen, in unsere Fähigkeit Seelenschlinger stecken und damit unsere Gesundheit noch weiter nach oben treiben. Somit stacken auch unsere Absorbing Shields, also die Schilde zum Absorben, noch höher. Die Relikte hier haben wir jedes zur Auswahl, also einmal ein Arcanes, ein Finsteres und ein Eisernes Relikt. Die Relikte selbst erhöhen unsere defensiven Fähigkeiten, also die in der Artefaktwaffe vorhanden sind. Da müssen wir schauen, was wir hier wählen, können das damit erhöhen und zusätzlich erhöht auch ein Relikt das Item-Level der Artefaktwaffe und versorgt uns nochmal mit mehr Stats. So, und jetzt wird es natürlich Zeit, mal auf die Items zu schauen, auf das Buff-Food und sonstiges, was noch so wichtig ist. Wie ihr hier seht, wir nutzen natürlich Beweglichkeit, Ausdauer, Rüstung. Und hier kommt es wieder darauf an, dass ihr Item mit einem höheren Item-Level natürlich anzieht. Und zwar aus dem Grund, ein höheres Item-Level bedeutet, der Gegenstand hat einfach mehr Stats drauf und ist somit einfach besser. Von den Verstärkungen her, von den sekundären Werten, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier haben wir Crit, Tempo, Meisterschaft und Vielfältigkeit. Also praktisch eh das, was jede Klasse hat. Als Tank-DH kriegen wir aber zusätzlich Ausweichen und Parieren dazu. Und wie ihr seht, Parieren haben wir jetzt 9%. Wenn wir unsere Dämonenstachel aber aktivieren, die ja ein paar Sekunden halten, erhöht sich unsere Parierchance auch nochmal. Also deswegen kommen wir hier auf 29 und jetzt ist es schon weg, 39. Es hat natürlich eine abnehmende Wirkung. Schauen wir es uns nochmal an. Wir haben 39. Es dauert ein bisschen, dann droppt das ein bisschen runter und dann droppt es nochmal ein bisschen runter. Also wenn wir, solange wir praktisch die Dämonenstachel aktiv halten können, das erhöht dementsprechend unsere Parierchance und dann parieren wir den ein oder anderen Angriff. Das Weitere, was wir hier noch haben, ist Meisterschaft. Dämonenschachen verringern den erlittenen körperlichen Schaden um einen bestimmten Wert. Je mehr Meisterschaft ihr habt, umso höher ist dieser Wert und deswegen ist es auch wichtig, immer Dämonenstachel abzuhalten, damit eben der damage-reduzierende Wert einfach immer höher und höher wird. Von den Buff-Food her, das übliche Verdächtige, also auf den Umhang können wir mal unsere Beweglichkeit entzaubern, den Main-Stat sozusagen. Bei den Ringen müssen wir uns zwischen Tempo, Crit, Meisterschaft und Vielseitigkeit entscheiden, wobei ich jetzt mal vom Gefühl her sagen würde, wir starten mal mit Meisterschaft.
auf den Ringen sowie auch das Barfoot Meisterschaft, damit wir hier mal alles in das Mastery reingeben, um eben hier den Damage Reduce durch die Dämonenstacheln noch weiter zu pushen. Diverse Simulationen werden es dann ergeben, ob es vielleicht doch besser wäre, hier auf Crit zu gehen, aber für den Anfang mal ist Meisterschaft sicherlich keine schlechte Wahl, um das eben zu erweitern. Von dem Flask her habe ich hier mal eine Beweglichkeit Flask. Als Tank nehmt ihr normal Ausdauer, aber ich habe es ein bisschen getestet, ihr könnt auch, wenn ihr genügend Def habt, also wenn ihr nicht zu hart auf den Schaden kriegt, zu hart Schaden erleidet, muss ich sagen, und ihr relativ gute Heiler dabei habt, könnt ihr natürlich auch eine Beweglichkeitsflask nehmen, um so eben euren Damage noch ein bisschen zu erhöhen, denn der Schaden, den die Dämonenjäger machen, die Tanks generell und die Dämonenjäger, der ist natürlich nicht unerheblich. Der muss vor allem bei den Bossen, die zum ersten Mal gekillt werden, mitgenommen werden, damit der Boss wirklich down geht. Also Schaden von Tanks ist nicht unerheblich in Legion, denn die machen auch schon was. Er setzt natürlich keinen vollen Damage-Dealer, aber in der Regel kommen zwei Tanks auch auf einen Damage-Dealer. Daher, bevor man nichts macht, macht man natürlich Schaden. Was jetzt dann noch ganz wichtig ist, die, wie ihr hier unten sehen könnt, die legendären Items, die ja neu in Legion sind, die sind momentan noch nicht implementiert, beziehungsweise noch nicht verfügbar, dass man die über das Journal anschauen kann, aber sie wurden schon datamined. Ja. Die findet ihr deswegen auch außerhalb im Link, dort könnt ihr dann schon mal nachschauen, welche legendären Items dem Dämonenjäger, genauer gesagt den Tankspec für den Dämonenjäger zur Verfügung stehen. Jetzt habt ihr es fast geschafft, noch ein ganz wichtiger Hinweis, checkt den Link unterhalb des Videos, kommt ihr zu unserem schriftlichen Guide, dort gibt es Bissliste, Relikte, welche gibt es, welche sollt ihr verwenden und natürlich noch die ein oder andere Rotationsanpassung, man kann ja hier ein bisschen was simulieren und dementsprechend hier die Rotation weiter verfeinern. Sollte dieser Spec aber nichts für euch sein, wollt ihr lieber Damage machen, kein Problem, auf der rechten Seite verwendet ihr die Skillung Verwüstung, das ist die Damage-Skillung für den Dämonenjäger und auf der linken Seite noch ein wichtiger Hinweis, solltet ihr es noch nicht getan haben, der Subscribe-Button, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video verfügbar ist.